Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. Der zweite Teil unserer Reise auf der deutschen Fachwerkstraße von der Elbe bis zum Harz beginnt in Halberstadt. Von Halberstadt aus ging es dann bei Nebel und Schnee quer durch den Harz, zunächst nach Osterode und dann weiter bis nach Duderstadt. Den Stellplatz in Osterode haben wir nur angefahren zum Entsorgen. Der Platz ist zwar schön angelegt und macht einen gepflegten Eindruck, ist allerdings sehr laut, weil er unmittelbar an eine vierspurige Bundesstraße grenzt. Der Stellplatz in Duderstadt war Corona-bedingt leider gesperrt. Wir haben uns dann zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit einen anderen, ruhigen Parkplatz gesucht und abends noch einen Spaziergang durch die wunderschöne Altstadt gemacht. Am nächsten Morgen ging es dann von Duderstadt aus weiter über Nordheim bis nach Einbeck. Der Stellplatz am Hallenbad in Einbeck kostet 5 Euro pro Nacht und mobil. Strom und Wasser kommen extra. Am nächsten Morgen ging es dann hier in Einbeck in den PS-Speicher.
Ein absolutes Muss für alle Technikinteressierten. Zum nächsten Zeitabschnitt bitte die Treppen nach unten und folgen den Hinweisen. An dieser Stelle ist eigentlich der offizielle Wohnmobilstellplatz der Stadt Ahlfeld. Wir haben für unseren Stadtbesuch dann den Parkplatz am Siebenbergebad benutzt. Zu guter Letzt fuhren wir noch auf den Stellplatz am Rolandsbad in Paderborn. Dort wollten wir mal eben schnell entsorgen. Thank you.
kommt jetzt nicht auf die Idee, dass hier vielleicht noch jemand da dran will. Oh, was geht los? Das schaffen wir denn doch noch bis Weihnachten. So, das war's dann mal wieder für heute. Wenn euch unser Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch und lasst doch gerne ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.